ihr Lieben. Ich bin jetzt sozusagen in meiner zweiten Heimat angekommen. Ich habe noch 24 Kilometer bis zur City. Die Grenze ist, ich würde sagen, doppelt abgeriegelt. Von der frankophonen Seite wird kontrolliert und von der anglophonen Seite also auch. Die Straße, die jetzt hier nach Bamenda führt, ist eigentlich nicht mehr als Straße wirklich zu erkennen. Die Ware, egal ob jetzt Kohlköpfe oder Zwiebeln oder Kartoffeln, die werden an der Grenze umgeschlagen. Ja, das Ganze ist sehr, sehr, sehr mühsam und geht wirklich aufs Material. Wer aus dem westlichen Teil raus will, wird von einem Grenzer kontrolliert, der eine schusssichere Weste hat und einen Stahlhelm auf und durch ein Tuch bis zur Nase unkenntlich ist. Und der kontrolliert also jeden, der rausgeht. Das heißt, auf dem Bus muss jeder Passagier aussteigen. Der Bus ist leer über die Grenze fahren. Und dann erst dürfen die Passagiere wieder in den Bus einsteigen. Ja, ich weiß jetzt nicht, was mich in Bamenda erwartet. Das Einzige, was ich weiß, alle französischen Produkte werden gedisst. Das heißt, es gibt kein französisches Bier, kein Trois-Trois-Export. Ich glaube auch Castel ist nicht mehr verfügbar. Hier wird ausschließlich Guinness und Co. getrunken. Ja. Ich habe mich schon gewundert, als Google gesagt hat, für eine Strecke von 140 Kilometern brauche ich 4,5 bis 5 Stunden. Ich weiß nicht, woher Google die Daten nimmt, aber Google hatte recht. Dem ist auch so. Ich habe echt wirklich den Überblick verloren, schon seit geraumer Zeit hier, weil das, was hier passiert, ist nicht normal. Und mich würde es nicht wundern, das sage ich jetzt mal in die Kamera, wenn dieser britische Teil, der englischsprachige Teil, irgendwann von dem frankophonen Teil annektiert wird, das heißt übernommen, und dann wird hier französische Landessprache eingeführt. So, ihr Lieben, um euch nochmal zu verdeutlichen, dass das hier wirklich ein Motorradland ist. Ich sitze hier abends um 19 Uhr und nehme mein Abendessen zu mir, und ihr seht, was hier für ein Verhältnis herrscht zwischen Motorrädern und Autos. Ja, je lauter die hupen, desto mehr Vorfahrt hat der entsprechende. Auch meine Hupe ist nicht gerade leise, aber ich kann da nichts für. Die wurde mir so angeboten, so laut. Das Ding hat wirklich 102 Dezibel gefühlt und ist ohrenbetäubend. Ich bin immer froh, wenn ich den Helm aufhabe. Übrigens im Vordergrund steht meine Sanili, hübsch wie immer, ein bisschen Dreck steht hier immer gut. Ja, also es gibt die hohe Kunst des Fahrens in den Städten. Und das macht keinen Unterschied, ob man jetzt in Bamenda, in Douala oder in Yaoundé fährt. Hier herrscht das Recht des Stärkeren, des Schnelleren und des Dreisteren.
Das ist nicht immer angenehm, aber es trainiert die Eigenverantwortlichkeit. In diesem Sinne, habt euch gut, fahrt vorsichtig. So, das ist also mein Zuhause, so wie es auch in meinem Pass steht. Das ist das Kangel Plaza Hotel, etwas oberhalb von Bamenda. Und die schönsten Stunden sind eigentlich so gegen Abend. Dann kann ich hier einen schönen Sundowner trinken. Ich darf hier nächtigen zu Sonderkonditionen. Ich habe jetzt ein Zimmer bekommen, das etwas niedriger liegt, also nicht in der vierten Etage wie da oben. Das ist die Senior Suite, sondern ich habe jetzt die Junior Suite. Das ist auch ein Apartment mit Badewanne, aber da ist der Wasserdruck einfach höher. Und von daher mag ich das Zimmer oder das Apartment viel, viel lieber. Ich bin gerade mit meinem Videoschnitt beschäftigt und leider wird hier der Ghost Monday zelebriert und das ist sozusagen ein Tag, der dem Generalstreik ähnelt. Und am Ghost Monday möchte ich nicht hier sein, das heißt, morgen werde ich wieder abreisen. Der Ghost Monday ist sozusagen ein Tag, an dem jeder Hausarrest hat und keiner auf die Straße oder vor die Tür geht, niemand geht zur Schule. Also zur Schule geht hier seit 4 Jahren offiziell kein Kind. Die Kinder, die hier zur Schule gehen, gehen nicht in Uniform zur Schule, sondern sie fahren zivil. Hier die Straße hoch und hier vorne gehen sie dann hinter den Zaun und dort ziehen sie sich um und gehen dann hier in die Schule rein. Ja, das hat den einfachen Grund, die Schulkinder werden gerne mal gekidnappt und dann werden die Eltern oder Angehörigen genötigt, Lösegeld zu bezahlen. Und das ist auch ganz subtil und latent für mich hier in der Luft und das ist kein gutes Gefühl. Ich bin also auch gebeten worden, nur eine ganz bestimmte Strecke abends zu fahren mit dem Motorrad. Das ist nämlich die Strecke, die bewacht ist vom Militär, die geht hier aus dem Hotel raus und dann links runter Richtung Osten. Und wenn ich jetzt versuche, nach Bamenda reinzufahren über die westliche Flanke, dann fahre ich sozusagen in ein Gebiet oder komme ich durch ein Gebiet, wo Leute sind, die es unter Umständen nicht so gut mit mir meinen. Von daher werde ich hier Heiligabend nicht verbringen. Das Blöde ist, der 23. ist sozusagen ein richtiger, richtig geiler Feiertag hier in Kamerun, wo ja Tiere geschlachtet werden, wo das Weihnachtsfest begangen wird. Und den als Ghost Monday auszurufen, als Rebellen, das ist schon echt ein hartes Stück. Zumal die Rebellen oder die Fighter, wie sie sich nennen, können natürlich auch sagen, das lassen wir jetzt mal eine Ausnahme gelten und der Ghost Monday fällt für Montag aus. Aber darauf möchte ich mich nicht verlassen. Ich werde also diese schlechte Straße wieder zurückfahren und dann die 300 Kilometer nach Douala weitergleiten. Die Straßen hier im Stadtgebiet, im Stadtkern, sind äußerst miserabel. Gut ist es den Berg rauf. Wir sind hier übrigens auf gefühlt 1200 Meter, 1400 Meter, so genau weiß ich das jetzt nicht. Und sobald man über die Bergkuppe kommt, hört die gute Straße wieder auf und dann ist es wirklich nur noch eine Schlaglochpiste. Ja, in diesem Sinne, ich wünsche euch ein frohes Weihnachtsfest. Hier sieht man von Weihnachten nicht besonders viel. Ihr merkt auch, hier ist nichts geschmückt, gar nichts. Und das ist für einen Weihnachtsflüchtling wie mich natürlich ideal, weil man nicht ständig daran erinnert wird. Muss ja auch nicht sein. Trotzdem ist es schön, am 24. abends oder am 23. abends in geselliger Runde zu sitzen, ein kühles Bierchen zu trinken
und etwas Leckeres zu essen und gute Gespräche zu führen. Mal bitte nicht über Politik und Gesellschaft, sondern einfach mal ganz triviale Angelegenheiten. Ja, und dann wird meine touristische Tour hoffentlich erfolgreich weiterlaufen. Ich danke euch fürs Zuschauen und wünsche euch eine gute Zeit. Ciao. So, mit dieser Verkleidung hier werde ich jetzt wieder auf die Straße gehen. Ich habe dann noch meine Handschuhe, die meine Hautfarbe verdecken, und den Helm. Und damit gehe ich jetzt fast zu 100% als originaler kamerunischer Mototaxifahrer durch.